Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der City of Beaverfield Modifikation. Ja, diese Folge wird direkt im Anschluss von der letzten Folge aufgenommen. Das heißt, wir haben hier oben gerade noch den einen Einsatz offen, den Gebäudebrand. Da wird gerade noch das letzte Fahrzeug abgeschleppt. Der Abschlepper hier hat leider ein paar Probleme gehabt, den Weg dorthin zu finden, aber er hat es mittlerweile hingekriegt. Ich bin mächtig stolz auf ihn. Ich hoffe, ihr seid auch alle stolz. Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, wir gehen hier gerade mal auf Einsatzstufe 2 hoch, damit wir gleich auch einen Einsatz reinbekommen. Ich habe jetzt die Zeit mal ein bisschen schneller laufen lassen. Einsatzstufe 2, wie gesagt, das heißt, es kann normalerweise ein Einsatz reinkommen und da haben wir auch einen. Ursache unbekannt. Gebäudebrand. Löschen Sie alle Brände. Oh. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Da sind wir wieder im County. Ein bisschen außerhalb von der Stadt unterwegs. Wir haben hier ein kleines landwirtschaftliches Gebäude, was hier am Brennen ist. Wir sehen hier ein paar Kühe auch noch auf dem Feld. Das heißt, wir müssten uns vielleicht beeilen, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen, weil wir hier halt... Oh, jetzt brennt auch schon die ganze Wiese, weil wir hier halt auch Tiere in der Nähe haben. Und wir sind natürlich Tierfreund und oder Tierfreunde und deswegen müssen wir uns so schnell wie möglich darum kümmern. Tanker schicken wir auch mal mit hin. Ich denke nicht, dass der hier irgendwo einen Hydrant hat. Wobei, bei der Tankstelle sollten wir schon eigentlich einen Hydrant in der Nähe haben. Ach, hier haben wir sogar zwei. Gut, man sieht es gerade im Dunkeln ein bisschen schlecht. Also einen Tanker brauchen wir nicht so unbedingt. Gut, wir schicken noch die... Schicken wir noch raus. 43 ist ziemlich weit weg. Ich würde die 60 vielleicht noch rausschicken. Die kommt von ein bisschen außerhalb, aber schadet ja nicht. Dauert halt ein bisschen länger, bis sie da ist. Und ich würde noch meinen besten Freund hier den Tanker 15 aus der Stadt vielleicht hierher holen, damit wir auch über eine Distanz löschen können. Und ja, was schicken wir noch raus? Wollen wir noch irgendwas schicken? Kann überlegen, ob wir die Engine 43 vielleicht doch auch noch losschicken. Die muss da von hier drüben bis dann hier unten hinfahren, aber andererseits hier die USFS-Fahrzeuge werden auch verdammt schnell, aber die habe ich halt gern für die Waldbrände nur. 20 wäre auch ziemlich schnell da. Also aus der Stadt kommen wir holen die Engine 20 aus der Stadt. Die soll auch noch hier mit dazukommen. So. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob ein Brush-Fahrzeug vielleicht hier auf das Grundstück drauf fahren kann, aber nee, da hinten ist zu... Ja, nee, da nicht. Ich habe nur gesehen, hier vorne ist das Tor auf. Hätte mich auch gewundert wegen den Kühen, wenn das alles offen gewesen wäre. Aber gut. Okay, dann heißt jetzt kurz abwarten, bis die Einheiten da sind. Und da haben wir auch normalerweise genug da. Also ich denke mal schon. Den Tanker, wie gesagt, den brauchen wir eigentlich jetzt nicht so wirklich, weil wir hier halt zwei Hydranten haben. Aber kann natürlich sein, dass wir wegen der Reichweite hier Probleme kriegen und dann können wir trotzdem den Tanker noch einsetzen. Das ist auch nicht so das Problem. Erstes Fahrzeug ist da. Würde gerne hier die Umfeldbeleuchtung einschalten, wenn das schon so ein Symbol da hat. Jo, macht schön hell. Gefällt mir. So, Pumpe wird aktiviert, Schlauch ist schon angeschlossen. Somit sind noch die zwei übrig. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Fahrzeuge so eins nach dem anderen eintreffen, weil dann kann man hier in der Zeit schon mal ein Fahrzeug startklar machen. Ja, dann kommt das nächste an, dann macht man das startklar. Dann kommt das nächste, dann macht man das startklar. Eins nach dem anderen. So, wir können ja gerade mal so ein bisschen hier ein Foto machen. Man sieht zwar gerade das Ghost-Modell da mit drauf, aber gut. So, jetzt kommt gerade die nächste Einheit hier an. Machen wir auch mal einen Schnellangriff. Ich weiß nicht, ob die da irgendwo drankommen, aber falls es sich weiter ausbreitet, können wir das abfangen mit der Einheit. So, während die Pumpe gestartet wird und der erste Schlauch angeschlossen wird, machen wir die anderen Kollegen schon mal startklar. Da ist auch schon der zweite dran. Das ist gut, dann löschen die da schon mal zu zweit. Einer würde ich sagen hier anschließend schon mal und der nächste könnte theoretisch, wobei da hinten wäre auch noch ein Hydrant. Ja, dann haben wir, ach Gott, ja die Steuerung wieder. Ich war wieder zu schnell. So, nimm dir nochmal den Schlauch raus, weil es wurde erst dargestellt, dann doch wieder nicht, dann doch wieder. So, da anschließen bis zu dem Fahrzeug. Wunderbar. Dich brauche ich vielleicht hier, wobei das hat sich eigentlich auch erledigt. Tanker darf wegfahren. Brauchen wir gerade nicht. So, wie sieht's hier aus? Schlauch in der Hand, also anschließen. Die sind auch fleißig dabei. Hier haben wir eine weitere Einheit, die auch sehr wichtig ist. Der können wir hier ein bisschen rein. Also einmal aussteigen. Jetzt können wir vielleicht nochmal ein Foto machen. Jetzt kommt auch der Tanker da hinten an. Gut, dann haben wir alle Einheiten hier drauf mit dem Foto.
Sehr schön. Gut. Raus aus dem L-Modus und dann können wir hier weiter aufbauen. Jetzt haben wir den Hydranten noch frei, beziehungsweise da könnte man theoretisch auch nochmal einen zweiten anschließen, einen zweiten Schlauch, aber ich mache das nicht so gerne. Ich habe festgestellt, in der Modifikation sorgt gerne mal für Problemchen. Habt ihr auch in den Folgen mitgekriegt. Also ich habe das Gefühl, das sorgt für Probleme und deswegen lassen wir das einfach so, dass wir nur mit einem Schlauch da im Normalfall dran gehen. Hab da natürlich mit dem Tanker Probleme hier, aber ich lasse den erstmal nur nebenbei hier stehen. Beziehungsweise, nee, wir könnten eigentlich da theoretisch, das machen wir auch, bevor wir hier die Kühe abfackeln, aktivieren wir die Pumpe und gehen mit dem Schlauch an das Fahrzeug dran. Da haben wir keine Reichweite, müssen keine Hydranten doppelt belegen, das sollte eigentlich problemlos funktionieren. So, wir brauchen aber auch Abschlepper hier. Was haben wir denn da? Triple A? Ach komm, wir nehmen Beaver County. Ist egal, wo die herkommen. So. Zwei Stück brauchen wir da, einmal für den Trecker und einmal für das Fahrzeug. Wir löchern jetzt gerade da hinten die Wiese ab. Finde ich gut. Aktivieren wir noch den Dachmonitor. Würden wir theoretisch da hinten noch drankommen, aber hat sich schon erledigt. Das hat sich schon erledigt. Okay, Feuer ist aus. Habt ihr eigentlich irgendwas gelöscht während dem Brand oder habt ihr die ganze Zeit nur da gestanden und Wiese gegossen? Ich frage nur so. Rein Interesse halber. Okay, dann können wir hier eigentlich alles wegpacken. Was löschen die jetzt die Kuh ab? Die hat doch gar nicht gebrannt. Die ist doch noch gar nicht zum Burger geworden. Keine Ahnung, was das soll. So, dann alle mal zusammenpacken. So, wie sieht's aus? Die steigen jetzt ein, so wie es aussieht. Die steigen gerade ein. Der Tanker wäre schon wieder abfahrbereit. Ja, krass, schnell. Die sind auch schon abfahrbereit. Und die jetzt auch. Super. Wo sind die Abschlepper? Sehen wir die schon irgendwo? Die sind hier hinten, okay. Ja, die kommen von weiter weg. Ist egal, wir gehen einfach auf Einsatzstufe 2, dann kriegen wir schon einen Einsatz rein. So, die können wir auch wegschicken. Beziehungsweise, ups, da fehlt noch einer. Entschuldigung, ich hab dich vergessen. So, gute Heimfahrt. Dann haben wir hier alle weg. Alles aufgeräumt, Feuerwehr ist wieder einsatzbereit. Wir haben jetzt nur noch die Abschlepper, die auf dem Weg sind. Sind aber auch, glaube ich, bald schon da. Und wie gesagt, wir sind auf Einsatzstufe 2. Das heißt, es kann ein weiterer Einsatz reinkommen, sobald einer verfügbar ist. Gerade ist es ein bisschen ruhiger. Oh, haben wir hier vielleicht wieder einen kleinen Verkehrsstau? Einen kleinen. Wir gucken mal, dass wir das vielleicht über das Debug-Tool rauskriegen. Ich würde den LKW entfernen, plus das Fahrzeug, dann haben wir beide weg. Und jetzt hoffe ich, dass... Ah, ja, das ist wieder die Stelle. An dieser Stelle steht immer irgendein Dude rum, der komplett den Verkehrsfluss zerstört. So, wenn der weg ist, dann fahren die Autos hier nämlich auch normaler weiter. Und treffen sich nicht in der Mitte. Und blockieren sich jetzt gegenseitig. Nicht euer Ernst. Aber das sollte sich eigentlich dann gleich selber lösen, wenn die irgendwann merken, ja, ist dumm, da stehen zu bleiben. Ja, jetzt blockiert... Okay, hier geht es jetzt weiter. Das heißt, vielleicht fließt es hier gleich ab und dann kann hier weitergefahren werden. Oh Gott, dieses Emergency-KI manchmal. So, das sieht aber jetzt ganz gut aus. Das fließt jetzt hier ab. Dann können die sich irgendwann einigen. Genau. Und dann läuft es. Super. Erster Abschlepper ist da. Nimm dir mal den Trecker mit. Ja, jetzt läuft's. Das ist immer die eine Stelle. Hier steht immer irgendwie so ein kleiner Psychopath rum, der so knapp an den Autos dran steht, dass es da zurückstaut. Und wenn es dann hier zurückstaut, dann staut es hier an der Kreuzung irgendwann. Dann können die hier nicht mehr abbiegen und entlangfahren und dann ist Feierabend. Immer hier dieser eine Dude. Der macht irgendwie alles kaputt. So, wie sieht's aus? Zweiter Abschlepper ist auch da. Ich warte aber jetzt erstmal, bis der erste hier weg ist. Sonst kriegen wir vielleicht doch noch Probleme, dass die zwei sich hier irgendwie festfressen.
So, der erste fährt weg, dann kann der zweite schon mal losfahren. Ja, schön die Einfahrt rein. Schön daneben gestellt, ja, wunderbar. Genauso hätte ich es auch gemacht. Nee, Quatsch. Ich wäre, glaube ich, rückwärts hier reingefahren. Rückwärts hier rein, so schön umgeschlenkert. Ja. Ich bin immer Freund von irgendwie rückwärts mich irgendwo reinzuquetschen und dann gemütlich vorwärts rauszufahren. Deswegen, ich parke auch eigentlich immer lieber rückwärts ein. Ich finde sowieso, mit einem großen Auto hast du sowieso im Rückwärtsgang einfacher einzuparken. Mache ich viel lieber. Ist halt bei einem Kombi immer ein bisschen schlecht, aus dem Grund, ja, wenn du natürlich an den Kofferraum dran willst, bist du gearscht. Wenn du rückwärts irgendwo an eine Wand dran fährst, kommst du nicht an den Kofferraum dran. Das Gute ist, ich kann einfach die Rücksitze umgeklappt, ja, und fertig ist. Gar kein Thema, kannst auch durch die Hintertür quasi in den Kofferraum reingreifen. Du kommst nur nicht überall dran, weil der halt ein bisschen größer ist. Musst du dich ins Auto reinlegen. Gerade vorhin wieder gemerkt, ich habe mein Auto vorhin in die Werkstatt gebracht, um die Winterräder drauf machen zu lassen, montieren zu lassen. Mache ich ja nicht mehr selber. Lasse ich meistens in der Werkstatt machen. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt gehabt, dass wir damals eigentlich immer selber die Reifen gewechselt haben. Aber nachdem dann mein allererstes Auto, ich glaube, 3 Wagenheber waren es insgesamt, was zerlegt wurden von dem Ding. Haben wir uns geschworen, das machen wir nicht mehr. Und ja, seitdem bringt mein Vater und ich, bringen wir die Autos immer halt in die Werkstatt zum Reifenwechseln. Aber ich finde, das ist voll teuer. Keine Ahnung. Also die Werkstatt, wo ich das Auto hingebracht habe, da finde ich es sowieso irgendwie ein bisschen doof, weil du pro Felgengröße einen anderen Preis bezahlst. Ich glaube, bis 18 Zoll, glaube ich, bezahlst du einen günstigeren Preis. Und ab 18 Zoll Felgen bezahlst du 5 Euro mehr pro Reifen. Warum auch immer. Das ist genau die gleiche Arbeit. Ja, und viel mehr wiegen tut es auch nicht. So eine Alufelge, ob die jetzt ein bisschen größer ist oder nicht, die wiegt ziemlich gleich. Also das ist jetzt nicht so eigentlich eine Ausrede, wo man sagen kann, ja, ab der Felgengröße muss es jetzt mehr kosten. Dann kommt noch hinzu, früher haben sie immer gleich, wenn sie quasi Reifen gewechselt haben, haben sie immer eine kostenlose Kontrolle gemacht von allen möglichen Teilen so im Motorraum. Mal reinguckt, fehlt da eine Flüssigkeit oder ist da irgendeine Manschette kaputt oder am Auto, ja, nach so Kleinigkeiten haben sie einfach nebenbei geguckt. Ja, jetzt mittlerweile sollst du dafür auch bezahlen. Ja, so klammheimlich. Angehörige haben eine Person als vermisst gemeldet. Wir haben auf der Übersichtskarte die ungefähre Stelle markiert, an der sich die vermisste Person zuletzt aufgehalten haben soll. Suchen Sie dort mit Hilfe eines Rettungshundes nach ihr. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir den Rettungshund brauchen oder normalerweise Search and Rescue müsste der Rettungshund sein. Wir haben aber, glaube ich, von der Polizei haben wir auch einen Hund, oder? Da hatten wir doch auch eine K9-Einheit. Mich jetzt nicht irre. Wir sollten die vermisste Person mit Hilfe unseres Rettungshundes finden. Sie könnte verletzt sein. Ja, auf jeden Fall. Auf der Übersichtskarte ist die Position der Zielperson grob markiert. In diesem Bereich sollte unser Rettungshundeführer den Hund suchen lassen. Ja, auf jeden Fall hätte ich jetzt, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte beim Auto abgeben, hätte ich fast 90 Euro für einen Reifenwechsel bezahlt. Weil 60 Euro der Reifenwechsel für meine kleinen Felgen, im Sommer wird es wieder teurer, noch 5 Euro mehr pro Reifen wieder, wenn die großen Felgen wieder drauf kommen, weil die alten Felgen runtermachen, die großen Sommerreifenfelgen runtermachen, kostet nicht mehr, aber die großen Sommerreifenfelgen wieder drauf machen, kostet wieder mehr, soweit ich weiß. Und total merkwürdig. Und ja, wie gesagt, jetzt wollen die dann, also du machst einen Termin aus zum Reifenwechsel und dann tun die gleich aufschreiben, ja, dann tun wir da in die Reifen gleich Gas noch mit reinmachen, musst du nochmal extra bezahlen, dann diese grobe Fahrzeugkontrolle einfach mal durchgucken, wollen sie jetzt bezahlt haben, dann hast du auf einmal 90 Euro da zusammen. Hab dann auch gesagt, beim Auto abgeben, das brauche ich nicht auf dem Zettel, auf der vorläufigen Achtung, Rechnung quasi, habe ich gesagt, das brauche ich nicht, ich brauche einfach nur Reifenwechsel. In Brand geraten. Der Fahrer befindet sich verletzt im Inneren des Fahrzeugs. Löschen Sie alle Brände, retten Sie den Fahrer, versorgen Sie ihn und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Da rufen wir mal die Einheit 20 her. Sollen sich da mal hier so hinstellen? Ich hoffe, die kommen dann überall dran. Ah, das finde ich halt extrem überteuert. Wenn ich bedenke, es hatte mal ein Bekannter von uns hier eine Werkstatt. Und der hat für einen Reifenwechsel 15 Euro verlangt. Ja, hat 20 Minuten für gebraucht, halbe Stunde. Ja, der ist jetzt leider nicht mehr. Und das war der ganz offizielle Preis von dem.
Und jetzt haben wir nur die andere Werkstatt und da ist das günstigste fast die 60 Euro, was halt wirklich, finde ich, Wucher ist für einfach Reifenwechsel. Aber naja. Wie gesagt, ich finde es halt jetzt krass, dass die auch für diese Kontrolle, die vorher nie erwünscht war, ich habe immer gesagt, ihr braucht nicht nachgucken. Ihr braucht nicht meine Batterie messen. Ihr braucht das nicht machen. Trotzdem haben sie es immer gemacht. Haben aber dann nie die Motorhaube richtig zugekriegt, weil es bei meinem Auto ein bisschen tricky ist. Ja, hat vorne zwei Verriegelungen quasi und die eine Verriegelung rastet sofort ein, wenn du die Motorhaube zumachst, bei der anderen musst du immer ein bisschen rumdrücken, bis sie einrastet. Und die kontrollieren das nie. Die haben mir die Motorhaube zugeknallt und dann war eine Seite eingerastet und die andere Seite hat geflattert. Hätte die andere Seite nachgelassen, ich wäre mit 200 über die Autobahn gepetzt, weil ich vergessen hätte nachzugucken, ob die es richtig verriegelt haben nach der Werkstatt, wäre mir vielleicht die Motorhaube noch entgegengekommen. Ja, lauter so ein Zeugs. Und deswegen will ich es gar nicht mehr, dass sie danach gucken, wenn es nicht unbedingt müssen. Ich wollte ja die Einheit noch hinschicken, mit der wir hier rausschneiden können, aber ich bin jetzt gerade so wieder in die Gespräche vertieft gewesen. Engine Tanker Ladder, das war ja für Kontaminationsdinger, oder? Bin ich jetzt da gerade wieder falsch? Tiller Squad-Einheit war die quasi zum Rausschnibbeln. Gut, die können wir dahin dann gerade mal aussteigen. Aussteigen, Schnellangriff. Okay, hat mal wieder keinen Bock in der Modifikation, deswegen müssen wir wieder händig ran. Alles klar, dann schicken wir hier gerade nochmal einen Rettungswagen raus, der kann sich dann auch mal irgendwo hinstellen. So, ich muss alles wieder händig machen. Mod sagt nämlich nö. Wie sieht's hier aus? Gesuchte Person. Wir haben jetzt zwei Hunde hier. Können die beide jetzt suchen oder kann der eine Hund was anderes als der andere? Komm, dann lassen wir einen mal hier los und den anderen mal weiter hier hinten. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Rettungswagen hier. Was haben wir denn da in der Nähe? 52, 53, 54 immer noch. Okay. Ändert sich nichts dran. So, dann lassen wir den Hund hier auch nochmal lossuchen. Könnt ihr jetzt vielleicht dann bald auch mal loslegen mit den Löcharbeiten? Das wäre echt eine mega Aktion. Das wäre echt was Tolles. Okay, der Polizeihund konnte nichts Verdächtiges finden. Also können wir mit dem Polizeihund also andere Sachen machen als mit dem anderen Hund. Okay. Finde ich ganz cool. Ich frage mich nur gerade, wo der andere Hund hingelaufen ist. Wir haben die vermisste Person gefunden. Sie ist verletzt. Wir sollten uns so schnell wie möglich um sie kümmern. Gut, dann fahren wir hier gerade dann mit dem Rettungswagen rein, oder? Also, dass ich den jetzt hier abfange, der ist gerade auf der Anfahrt. Dann würde ich den gerade mal an eine andere Position schicken. Dorthin. Da sind wir ein bisschen näher dran. Der Rettungshund kann dann auch schon wieder zurückkommen. So, Rettungswagen bahnt sich einen Weg hin. Gut, die Einheit ist da, um Leute rauszuschneiden. Das heißt, da legen wir jetzt auch direkt mit los. Dann können die schon mal zusammenpacken. Der kann schnippeln. Da kann sich einer die Sanitaschen nehmen, einer die Trage. Und der Rettungswagen ist auch da. Super. Ja, aber gut zu wissen. Ich frage mich aber halt dann, was wir mit dem Hund hier anfangen können in der Modifikation. Ich meine, wahrscheinlich genauso viel wie bei den Verkehrskontrollen. Ja, wir können ja hier auf Fahrzeuge draufklicken mit einem Polizisten. Dann werden die ja so kurz mal angeplügt und dann können die wieder weiterfahren. Wir können ja auch mit dem Polizeiwegen Fahrzeuge stoppen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Hund dann vielleicht da noch schnüffeln können, suchen können. Und vielleicht erwischt man dann irgendwann eine Person, die Drogen dabei hat oder was weiß ich, dass sie dann vielleicht aussteigt aus dem Fahrzeug, man muss die festnehmen oder die wehrt sich dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, müssen wir irgendwann mal austesten, wenn wir mal Zeit haben. So, Hund ist auch wieder zurück, also können wir hier die Einheit wieder wegschicken. Da gibt es noch Probleme, hier staut sich wieder ein bisschen. Ja, fließt aber gleich weiter normalerweise. Die Person ist hier auch befreit, also los geht's. Die können auch wieder wegpacken. Und die können auch wegfahren. Achso, Abschlepper brauchen wir auch noch. Darf auch nicht fehlen. Gut. Nehmen wir Andys, oder? Andys Towing. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Verletzung? Sehe ich jetzt gar nicht.
gucken wir, dass wir so schnell wie möglich in den Rettungswagen reinkommen. Genauso wie hier. Oh Gott. Verbrennung bestimmt wieder dritten Grades. Nee, Verbrennung der Atemwege. Hier ist mal was anderes. Er kommt jetzt gerade nicht weg. Auf der einen Seite steht der Rettungswagen. Auf der anderen Seite müsste der den Patienten überfahren. Ist beides nicht so schön. Ich frage mich aber nur gerade, wo ist denn der hingelaufen mit der Trage? Geht er hier irgendwo außen spazieren? Ah, da hinten läuft er. Da hat er aber noch einen ordentlichen Weg vor sich. So. Und Verkehr hier abgeflossen. Wunderbar. So, vielleicht kommt er irgendwann mit der Trage auch mal dann am Ziel an. Dann kann er direkt den Patienten aufnehmen, weil er so lange gebraucht hat. Andys Towing ist schon da. Die kann also direkt schon mal das Fahrzeug aufnehmen. So, Fahrzeug ist beladen. Kann also wegfahren. Jetzt bin ich also an meine eine Maustaste gekommen. Jetzt hat mein Computer mir quasi die DPI gesagt. Jetzt muss ich gerade nochmal hochstellen. Jetzt wird es gleich nochmal laut. Beziehungsweise ich knipse gerade mal den Ton aus von den Lautsprechern, die am Computer gerade an sind. So, Mausgeschwindigkeit wieder hochgestellt. Sehr schön. So, die können auch los. Dann sind wir hiermit eigentlich komplett fertig. Das heißt, hier, das ist nur noch übrig, aber damit sind wir auch fertig. Der Rettungswagen ist auch losgefahren, er ist auf dem Weg Richtung Krankenhaus. Ist sogar gleich schon da. Da ist er. Und angekommen. Sehr schön. Haben wir also auch geschafft. Jetzt heißt es warten. Wir sind auf Einsatzstufe 2, das heißt, es können theoretisch 2 Einsätze reinkommen. Einer ist noch offen. Einer kann, wie gesagt, noch kommen. Gleich sind beide abgeschlossen. Dann kann es natürlich passieren, dass 2 Einsätze auf einmal kommen. Aber wir lassen es jetzt gerade einfach mal so aktiv auf der Stufe 2. Ich würde mir manchmal hier wünschen, dass auch so ein bisschen mehr Polizei- und Rettungsdiensteinsätze reinkommen. Genau, sowas Rettungsdiensteinsätze. Weil Rettungsdiensteinsätze hat man ja eigentlich in der Realität immer mehr als Feuerwehreinsätze, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und auch mehr als Polizeieinsätze. Hier ist es aktuell halt leider so, dass meistens irgendwelche Reihenhäuser oder ein Waldbrand hier halt herrscht. Also dass Reihenhäuser brennen oder halt irgendein Waldbrand ausgebrochen ist. Das wäre halt noch ein bisschen cooler, wenn da halt ein bisschen mehr für Polizei noch drin wäre und ein bisschen mehr für Rettungsdienst. Einfach so ein bisschen anders noch ausbalanciert. So, wir wissen jetzt nicht, was hier los ist. Wir hätten die 41 und die 42 recht nah dran. Wir könnten aber auch die 51 schicken. 41 und 42 ist nur für leichtere Fälle. Haben wir selten im Einsatz, schicken wir erstmal los. Unklare Lage, mal gucken, wenn sie halt irgendwie einen anderen Sunny brauchen, dann schicken wir nochmal die 51 nach. Die ist nämlich auch recht nah dran. Unser Einsatzort ist ungefähr hier, in dem Bereich. Und ja, die 51 wäre halt hier oben. Wir haben jetzt hier aus dem Bereich was hingeschickt. Wir müssen halt einen kleinen Schlenker fahren, wenn wir vielleicht sogar länger brauchen, als die 51 gebraucht hätte, weil die wäre nur hier entlang und dann wäre sie da gewesen. Aber wir wollen auch mal die Einheiten benutzen, die wir nicht ganz so häufig benutzen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, andere Fahrzeuge mal nutzen. Wie wir es auch bei Lüdenscheid machen, da benutzen wir auch manchmal den Rüstwagen oder so, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Die brauchen wir eigentlich so gar nicht. Aber ab und zu mal was anderes. Genauso wie man theoretisch den GWL auch nicht bräuchte. Ja, wenn man mal ehrlich ist, weil für Ölbeseitigung hättest du das ÖSF. Kannst du auch alles mitmachen. Achtung, oder ein HLF oder sowas, würde es auch regeln. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Na, endlich kommt auch mal was für Polizei und Rettungsdienst hier. Man muss nur einmal meckern und schimpfen und schon passiert's, schon läuft alles wieder. Gut, 110 hätten wir in der Nähe. Dann tun wir hier mal die 112 rausschicken. Aber wahrscheinlich wird er hier drüben hinrennen, denke ich fast mal. Wir schicken auch mal die 113 los. Die sollen mal hier auf der anderen Straße warten. Der wird nämlich hier bestimmt quer durch den Wald rennen, so wie der gerade mit seinem Moonwalk hier durch die Gegend rutscht. Ja, bestimmt hier quer durch. Haben wir irgendwo hier drüben wahrscheinlich abfangen können oder hier hinten vielleicht.
Jetzt rennt er. Ausgeschlittert, er rennt. Sehr schön. Er braucht aber ganz schön lange, um auszurücken. Liebe Leute. Kannst du direkt mal woanders hinfahren? Zum Beispiel mal da. Vielleicht rennt er auch hier unten hin. Das sieht fast so aus. Dann kannst du direkt mal nach da fahren. Da kommt die nächste Einheit. Ja, komm, eine Einheit mal hier, eine Einheit da unten. Oder vielleicht auch hier hin. Ja, der kürzt hier drüber ab. Wir sollten den Amokläufer umgehend fassen, bevor er Amokläufer. Schaden anrichten kann. Auch noch. Ja, moin. Endlich haben wir mal was zu tun. Ja, natürlich nicht schön, dass es sowas gibt, aber... Oh Gott, es gibt viele Verletzte. Das wird viele Verletzte geben. So, wie sieht's hier aus? Da wartet ein Streifenwagen, da vorne wartet einer. Gut, der war gut hingeschickt, der kann jetzt direkt mal entgegengelaufen kommen. Taser, Handschellen und Handschellen. Gut, Amokläufer. Es brennt. Wir brauchen die Feuerwehr. Ich höre ganz viel Gedudel, aber ich sehe keine Polizei da. Du wirst doch jetzt nicht noch das nächste Fahrzeug anzünden. Was ist denn bei dir verkehrt gelaufen bei der Erziehung? Anscheinend einiges. Oh oh. Umgetasert und ins Fahrzeug reingedonnert. Okay, Person ist verletzt. Wir begeben uns mal ein bisschen an die Seite, damit die Feuerwehr hier gleich richtig arbeiten kann. Wir schicken auch nochmal eine weitere Einheit raus von der Feuerwehr. Ihr könnt gerade mal auf Streife gehen. Gott, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verletzte Personen. Wir gucken aber jetzt erstmal hier, weil der Einsatz ist schon länger offen. Wir haben einige verletzt. Wo ist denn der Polizist hingerannt, der den festnehmen sollte? So, 5 Stück. Also fangen wir mal an hier zu parken. Komm, parken wir nebeneinander. Da noch einer. Ich muss halt Platz lassen für die Feuerwehr erstmal. So, haben wir jetzt 4 Stück. Dann haben wir hier 5. Wir haben sogar 6 Verletzte, weil der liegt ja umgetasert quasi hier gerade rum. So, ich würde gerne einen Schnellangriff vornehmen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir haben 3 Fahrzeuge, die am Brennen sind, mehrere verletzte Personen. Die Polizisten konnten ja, glaube ich, keine erste Hilfe hier machen, oder? Nee, das ging nicht. Okay, dann können die eigentlich auch schon wieder wegfahren. Dass wir hier die Straße schön frei haben. Also einmal Schnellangriff funktioniert, glaube ich, bei der anderen Fahrzeug hier leider nicht. Also machen wir es wieder manuell. Einer kann die Pumpe direkt anschmeißen, ein anderer schließt schon mal an. Der schließt auch schon mal an. Der eine hat keinen Schlauch genommen, weil er ein bisschen dämlich ist. Ne, keine Ahnung, war ich vielleicht wieder ein bisschen zu schnell. Und ansonsten Hydrant und Fahrzeug. Da wird fleißig schon gelöscht. Gut. Ihr seid ein bisschen neben ausgestiegen, aber passt schon. So, und einmal müssen wir zu einem Hydranten hinrennen, um Wasser ans Fahrzeug zu bekommen. Genau. Dann rennen wir erstmal dorthin. Taste E und Taste R. Hier ist das Gleiche. So, er hat eine Sanitasche in der Hand. Dann kann er hier eigentlich schon mal hinrennen. Also, Feuer sind aus. Würde ich die Feuerwehr schon mal zusammenpacken lassen. Dass wir die wieder einsatzbereit haben. Dann gucken wir jetzt gerade hier mal. Die Einheit können wir dann auch wegschicken. Täter wurde festgenommen. Schicken wir auf Streife. Unklare Lage. Müssen wir unbedingt jetzt mal danach schauen.
Weil wir sind ja mit einem Rettungswagen unterwegs, der nicht für die ganz schwersten Fälle ausgestattet ist, sondern nur für die mittelleichten, sagen wir es mal so. Und hier brauchen wir jetzt auch noch Abschlepper. Kann sein, dass wir halt bei dem anderen Einsatz gleich nochmal was nachfordern müssen. So, wir schicken hier mal ein paar Abschlepper hin. Bis die da sind, müsste ich hier schon halb aufgeräumt haben. Feuerwehr können wir schon wegschicken. Heißt, die Straße wird da gleich ein bisschen freier. Taste E, Taste R. Taste E, Taste R. Gleiches Prinzip. Feuerwehr schlängelt sich raus gerade. Gut, da können wir die erste Person schon mal aufnehmen. Legen wir direkt mit los. Einer muss gerade mal nach der Person gucken, einer nach der Person. Ich glaube, mir wird es so stinken, wenn ich mich um so einen Täter kümmern müsste. Ich meine, klar, es gehört dazu, es ist auch ein Menschenleben und so weiter und so fort. Man weiß nicht, was vorher passiert ist, aber trotzdem gibt es niemals einen Grund, irgendwie andere Leute abzuballern oder anzugreifen oder zu verletzen. Gibt es einfach nicht. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Und ich meine, klar, du hast einerseits, es ist ein Mensch, du musst helfen. Aber andererseits, so einem Menschen kannst du nicht mehr helfen. Wenn der, glaube ich, mal an so einem Punkt angekommen ist und unschuldige Menschen umpustet, Einzige, was du da als Staat machen kannst, ist den lebenslang hinter Gitter bringen oder halt die Todesstrafe. Todesstrafe finde ich aber auch bescheuert, weil es kann ja immer mal zu Fehlern kommen. Am Ende wird der Falsche noch gegrillt. Muss ja nicht sein. Ja, deswegen bin ich da auch kein großer Freund von. Aber halt Menschen ein ganzes Leben lang hinter Gittern irgendwie durchfüttern, ist halt auch irgendwie bescheuert. Ich glaube, es gibt da einfach keine gute Lösung. Und da ist das Beste, glaube ich, man lässt so jemanden einfach dann hier, ups, haben wir vergessen. Nein, ist auch kacke. Ist auch nicht menschlich. Aber was willst du halt mit so jemandem machen? Du kannst den halt nicht mehr frei auf die Straße lassen, du kannst das nicht machen, du kannst das nicht machen. Am Ende verbringt er doch irgendwie das ganze Leben in der Psychiatrie oder im Knast. Oder halt in der psychiatrischen Anstalt im Knast. Was willst du da machen? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, die können wir wegschicken. Wo läuft er hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so ein bisschen Angst, da gerade was zu drücken, dass dann die falsche Einheit irgendwie wegfährt. So, die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Wunderbar. So, gerade nochmal hier ein Foto machen. Sehen wir die ganzen Rettungswagen drauf. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Okay. Also wir haben jetzt hier noch zwei Patienten rumliegen. Die anderen Rettungswagen haben alle schon Patienten aufgenommen, müssen nur noch ins Krankenhaus fahren. Einsteigen und ins Krankenhaus. Mein Vater sagt ja auch immer, die Zeiten heutzutage haben sich sowieso irgendwie komplett geändert. Damals hat er immer erzählt gehabt, mein Vater war früher auch so ein bisschen irgendwie ein Schläger. Ja, will ich jetzt so nicht darstellen so komplett, aber er war halt auch damals ein bisschen aggressiver als Jugendlicher. Erzählt er ja selber oder sagt er selber. Früher, er hat aber immer erzählt oder er sagt halt immer, ja, früher hast du dir halt dann mal auf die Backe gehauen bei irgendeinem Fest oder Party oder keine Ahnung, wenn man sich nicht verstanden hat. Danach hat man zusammen ein Bierchen getrunken. Ja, da war das gut. Thema erledigt. Heutzutage wird ja dann gleich immer ein Messer gezückt und aufeinander eingestochen und vielleicht zieht nur irgendjemand eine Waffe oder jemand überfährt dich dann. Also geht es ja dann nicht mal darum, dass man einfach sich irgendwie Respekt verschafft, so wie das früher anscheinend dann immer war. Keine Ahnung. Die guten alten Zeiten anscheinend. Ich weiß es nicht. Heutzutage geht es halt dann gleich immer mit Messer jemanden umbringen, wenn möglich. Was halt dann irgendwie doch, weiß ich nicht, komplett eine falsche Entwicklung ist. Ich finde es auch krass, dass man heutzutage Gebiete zu Waffenverbotszonen erklären muss. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir auch denke, what the fuck. Und das ist ja nur so eine rechtliche Sache. Das ist die Polizei, beziehungsweise, ja, es ist ja eigentlich überall Waffen verboten. Aber die Polizei, habe ich mal gehört, braucht es einfach als rechtliche Grundlage, damit sie jemanden einfach auch mal so kontrollieren darf in den Gebieten. Und das ist halt irgendwie auch so krass. Finde ich persönlich. Ich glaube, der Frankfurter Hauptbahnhof wurde ja jetzt auch zur Waffenverbotszone irgendwie erklärt oder was weiß ich. Das ist einfach eine Grundlage, damit die Polizei zu dir kommen kann und kann nicht nach Waffen abtasten. Was für eine Welt leben wir denn? Ist irgendwie verrückt, komplett verrückt.
Genauso wie der hier. Fährt hier rückwärts durch die Gegend. Verrückt. Kann man nichts mehr machen. Ja, nee. Keine Ahnung. Also, wir sind aber auf jeden Fall mit den Einsätzen durch. Ja, der Amokläufer wird auch ins Krankenhaus gebracht. Natürlich ist auch ein menschliches Wesen. Was man halt mit so jemandem dann noch anfängt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, Polizisten sind auch alle weg. Die haben wir schon zurückgeschickt. Und die sollten den Täter auch auf die Wache dann gebracht haben. Und ja, es geht jetzt nur noch darum, quasi die ganzen Fahrzeuge wegzubringen. Wobei, die sind jetzt auch schon weg. Also geht es nur noch darum, die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. Und da sind die Krankenwagen oder die Rettungswagen gerade voll dabei. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir ans Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, würde sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.